Ja, moin. Gestern Abend einfach Fenster aufgelassen. Man kennt's. Geschnitten und im Juni hochgeladen und noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, das werde ich jetzt die Tage mal machen und ich wollte ein neues Video machen. Deswegen sind wir heute alle hier. Ist das nicht schön? Jetzt, wo ich den Parkplatz sehe, weiß ich, was eine totale Schnapsidee war. Oh, scheiße, ist das hier wieder voll. Oh, nee. Oh, scheiße, egal, ich gehe jetzt trotzdem rein. Augen ziehen durch. Werde ich da überhaupt reingelassen? Merkt euch das? Ich stehe B4. Gott, ist das weit? Nein, ich war weiter nach vorne. Nicht so viel laufen, muss ja nicht sein. Am besten parke ich auch vorwärts ein, wie ein Kofferraum und so, ne? Das ist eine kluge Idee, Felix. Oh, bist du ein schlauer Junge. Dann bis gleich. Das wird nichts. Ich sehe schon kommen. Na, die guten Füße rollen. Oh shit, verkeilt. Das Highlight der Woche und dann langsam aufbauen, ne? Das ist Samstag. Ja, das war es gestern auch von meinem Tag. Ich habe das noch aufgebaut und hingestellt und jetzt steht eine neue, schöne weiße Schrank neben dem grauen Bett. Zwischen dem grauen Bett und dem schwarzen Sessel. Heute findet mal wieder ein Shooting statt und ich habe irgendwie langsam Gefallen daran gefunden, dass das GoPro so gut macht mit dem Ton und dem Bild und so. Ich könnte vielleicht ein bisschen linearer gehen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser und nicht mehr ganz so fischaugenmäßig. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ich habe auf jeden Fall einen ziemlich geilen Halter gebaut. Ja, jedenfalls findet heute ein Shooting statt. Mal wieder. Das letzte hatte ich vor einem Monat, glaube ich, oder so. Und das war mit einem Dog, was auch ganz cool war. Aber mal wieder mit Menschen arbeiten ist jetzt auch nicht verkehrt. 14 Uhr, 13:30 Uhr ist jetzt, muss mich fertig machen und dann geht's ab. Ich hab gesagt, da freut sich aber jemand. Ja, immer, wenn ich dich sehe. Der Zipperbeutel mit den Erdbeeren drin, ich piss mir ein. Wow! So viele zu Hause. Ja. Das ist ein Material für meine Blog-Sammeln, weißt du? Gab schon lange keinen mehr. Und jetzt bist du mit dabei. Kannst du, red doch mal weiter. Tu so, als wäre sie gar nicht da. Warte, ich halte sie nach hier unten. So. Auf einer Treppe. Ach so. Ja, nur quasi von unten und. Das klingt jetzt sehr falsch. Sieht man das eigentlich, wenn ich das hier durchfilme? Oh ja, nice! Alter, du bist richtig cool! Mal gut.
Sehr gut. Mach das zu! Was denn? Weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Wir fahren gleich noch ein Stück. Ich hoffe, sie fällt um. Ich hoffe nicht. Und dann sehen wir das Spektakel. Ich fahr grad. Also, wir haben bis jetzt schon Fotos gemacht. Ganz eins dabei von den 300 geschossenen. 300 hast du nie im Leben geschossen. Würde ich auch sagen. Scheiße. Ah, oh, blöd. Oh ja, jetzt wird's wild. Ja, noch mal ein bisschen drehen. Oh ja, die Ampel ist grün. Kann noch ein bisschen Gas geben. Lass sie ordentlich fliegen. Das war was? War das gerade Kritik? Das geht. Oh, das geht auch. Das geht. Den ganzen Nachmittag habe ich für dich verschwendet. Hallo. Ja. Das war nicht Verschwendung. Okay. Ne, was krieg ich denn dafür? Ein Ingwer-Shot? Noch nie einen Ingwer-Shot getrunken. Trinken wir das mit einmal? Schüttel. Hab ich was noch nie getrunken, wie eklig es ist? Hä? Ja, los, gib ihm. Bio-Ingwer-Shot. Gib ihm. Boah, das riecht, das riecht aber auch schon wild, ne? Zieht an, ne? Wild. Wie soll man sich das einteilen? Ich fühle mich direkt gesünder. Was macht das jetzt genau? Macht dich wach. Macht mich wach? Hm? Weil es so scharf ist, oder was? Wieso schmeckt es, als wenn da Tabasco drin wäre? Was, wie was? Mild. Ja, ist lecker. Ich habe noch nie was Schöneres getrunken. Hä, was? Nicht direkt. Na, oh. Es ist so gut, ich musste was nachtrinken. Das war meine Haare hier, ne? Oh, nee. In die Tasche gesteckt. Nimmst du wieder mit nach Hause? Dein Scheiß Ernst? Ihr hat das jetzt wirklich das Haar in die Tasche geschmissen? Wie wenn es haben? Ich will es nicht haben. Jetzt hast du es wieder rausgeholt. Toll. Nice. Das ist doch auf einmal dunkel. Tschüss. Komm gut nach Hause. Rast nicht so. Willkommen zu meiner dunklen Fahrerkabine. Er will aber. Es ist Sonntag. Das ist die falsche GoPro. Aber die hatte ich jetzt da vorne gerade angebracht. Weil ich was probiert habe. Nice. Tuning 360Z. Ja, es ist Sonntag. Ich habe gestern noch die Bilder bearbeitet, in den Vlog reingeschnitten, so ein bisschen. Und so. Und jetzt drehe ich gerade eine Runde, weil ich habe einen sehr witzigen TikTok gesehen, der mich zum Nachdenken angeregt hat und dachte, ja, warum sollte ich jetzt in meinem Auto Kilometer sparen, um den Wiederverkaufswert zu steigern, wenn ich ja gar nicht wieder verkaufen will. Ja, anyways, jetzt auf Weg nach Güstrow, beziehungsweise bin gleich in Güstrow und die Scheibe beschlägt gerade. Und da. So, lasst es euch schmecken. Danke. Die ist aber ganz schön dünn, die Soße, das will ich mal sagen an der Stelle. Dass wir ein bisschen dicker machen können, ne? Geile GoPro. Oh, hab ich jetzt beleidigt in deinem Podcast? Oh, fair. Wir dürfen gehen. Okay. Good. Ups, da ist mir einer rausgerutscht. Oh Gott, was ist das für ein Umleit? Tessin. Oh, das wird bitte werden. Und heute passiert auch nicht mehr viel und ich würde sagen, wir beenden das Video mit dieser
wunderschönen Kurvenfahrt. Oh, Kosovo.